Wieder zusammen mit dem Rob, der hatte leichte Startschwierigkeiten bei dem Spiel jetzt. Es ist jetzt 2 Wochen später. Richtig. Er konnte nicht mehr joinen, ja, Ja. über den DayZ internen Launcher, also musste er wieder auf den DZSA zurückgreifen. Richtig. Und dann ging es wieder. Ja, Wo, ne? wobei bei mir der Game interne funktioniert, ja. Oh, warte, ich habe schon wieder ein Lag. Ja, gut, geht. Ja, der Game interne ging jetzt, aber jetzt bin ich halt wieder umgestiegen auf Bildschirmaufnahme und nicht mehr auf Spielaufnahme, also, ne? Würde jetzt keinen Unterschied machen. Das ist hier Broken City Sighting, oder? Yes. Aber ich habe Aufschnitt gefunden. Aufschnitt. Oh. Aufschnitt. Wieder ein Lag. Was ist denn das? Was laggt denn Das das hat er Game? hier da. Wie hieß denn der Ripper hier von London? Jack the Ripper. Check the. Ja, ich bin ein Trottel. Check the Ripper hat er auch eigentlich nur Aufschnitt gemacht, oder? Der hat nur Aufschnitt produziert. Eigentlich nicht verwerflich. Und ich habe ein C-Mark-Magazin gefunden und hier liegt eine USG. USG ist nicht schlecht. Oh, ich will hier wohnen. Snafu ist das Mac für eine Snafu. Hatten wir nicht in den letzten Folgen immer mal eine Snafu gefunden? Ja, nimm's mal mit. Ich Vielleicht habe mal finden einen wir wieder Geschöpfer einen. eingesteckt. Jetzt finden wir eh keine mehr. Also jetzt, wo wir das Mac haben, finden wir sowieso keine. Okay. Was fällt denn dir spontan ein, wenn ich zu dir Deutsche Bahn sage? Zu spät. Okay. Oder gar nicht. Kommt gar nicht. Das würde mir dann halt Ja, wir einfallen. haben ja auch spontan in den Sinn gekommen. Zu spät. Lass mal die Street weiterlaufen, bitte. Yes. Er ist aber eine Barricade. Ja, die können wir umgehen, Okay. wie bei all den anderen Rehen, denn die können auch Barrieren umgehen. Oh Gott, ich verrenne mich da an was. Ja, um Rehen. Um Rehen, Umrehungsstraße. beim Gehen, wie Rehe aussehen. Oh Gott. Nein, hör auf, bitte. Es wird nicht besser. Brauchst du Ja, ich versuch's eine aber. Nagelkiste? Nein, Rob, ich brauche nichts. Und wenn du Okay. mir nochmal Entleid oder so einen Scheiß anbietest, da gibt's ohne Vorwarnung einen Headshot in die Fresse. Aber so, dass deine ganze Scheiß Luftpumpenschnauze komplett zerrissen wird. Meinst du ein Kragenkleid? Entschuldigung. Mir ist gut, ich frage nur nach dem Kleid. Also, oh, leck. Ihr Was leckt denn das Spiel heute dürft bei nicht böse sein, mir? der Rob, der hat mich so kennengelernt. Wenn ich zu viel habe, eskaliere ich schon mal. Und es muss dann raus, das ist wie so ein Überdruckventil. Danach geht es auch wieder 5 Minuten, oder Rob? Ja, meistens. So 3 bis 5 Minuten. Der hat sich halt dran gewöhnt über die 2, 3 Jahre, die wir spielen. Richtig. Ich nehme das nicht als Basis. Das sind keine Beleidigungen. Also ihr dürft das nicht, ne? Als Beleidigungen von Big auffassen. Er ist halt so. Oh, du Arschloch. Ne? Tu das nicht so relativieren. Das ist schon schlimm, was ich sage, aber ich tue damit keinen persönlich angreifen. Außer Auch wenn es mich. im ersten Moment so scheint. Also wenn du sagst, Rob, halt deine, ne, Luftpumpenfresser, ist das kein persönlicher Angriff in meine Nein. Person, sondern es ist allgemein, jeder, der Rob heißt, ist damit gemeint. Nee, das ist ja dann eine. Das ist ja dann wieder eine Relativierung auf die Diskreditierung. Allgemeinheit, ja. Allgemeinheit, Eine ja. Diskreditierung von allen, die Rob heißen. Sozusagen. Nein, wieso denn? Du ziehst mir ja einen Schuh an, der mir nicht passt, mein Freund. Oh, was? Okay. Geil, oder? Diese Okay. Metapher. Ja, aber die war richtig, also, ne? Die war gut, oder? Ja, Da definitiv. machst du sicher einen Short draus. Ich weiß es jetzt schon. Ja. Kennst du noch meinen Spruch? Du hast, glaube ich, einen Short draus gemacht, ne? Solange du deine Schuhe unter meinem Ein Schrank Short, hast, Alter. ne? Das lief, glaube ich, so ziemlich bei jedem Social Media, wo ich angemeldet bin. Ja. Solange du deine Schuhe unter meinem Schrank hast, hast du gefälligst zu tun und zu lassen, was du willst. Das war so mein bester Versprecher, wo ich Ja, mich so da richtig fällt. verhaspelt habe. Das, wenn du das jetzt hier erzählst, da fällt der Kontext Der dazu. Kontext dazu fehlt. Also guckt einfach mal Ohne. beim Big the Forest. Leute, ohne Kontext funktionieren keine Gespräche. Das stimmt, du brauchst einen Kontext zu einem Gespräch.
Kommunikation ohne Kontext ist. Das ist, wie nennt man das? Das ist. Wie baden gehen das ohne ist wie, Wasser. als wenn der Scholz redet. Scholzen. Also, du stellst ihm eine Frage und der antwortet ohne jeden Kontext. Ja. Herr Scholz, wie war das Wetter auf Ihrem Flug? Und das Schlimme ist, du gehst dann von dem weg und hast halt keine Antwort auf die Frage bekommen. Richtig. Aber der hat eine Stunde geredet, ja? Ja, das Wetter auf dem Flug war halt so, wie das Wetter auf dem Flug halt nee, ist. Nee, der geht ja, der erwähnt ja noch nicht mal Wetter oder Flug, Alter. Stimmt. Ich loote diese Hütten. Na, 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 na. Hey, die Bank wurde ausgeraubt. Alter, das ist nervig. Die haben ja arges Sicherheitsproblem. Die haben keine Polizei, denke ich mal. Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt hier in der Folge nichts Größeres erleben, dann tun wir wieder Server wechseln, würde ich sagen. Denke ich. Weil das ist die Island, haben wir ja auch schon gesehen, aber wir treffen hier keine Spieler, nichts. Es passiert nichts. Es zieht sich ein bisschen wie Kaugummi. Es passiert kein Content und das Schlimme ist ja für uns, wir müssen ja so lange reden, wie nichts anderes passiert. Richtig, richtig. Und wir können uns ja das auch nicht an den aus den Fingern saugen. Ja, wir schneiden uns die Gespräche ja nicht aus den Rippen. Ja, wie Adam-Style, yeah. No. Aber da hinten auf der Street sind Streetwalker. Aber wir können auch Drachen-Style machen. Ja, battlen und dafür keinen Content bringen, oder? Ja, stimmt. Ihr könnt übrigens was spenden, wenn ihr Bock habt. Ja, den Spendenlink findet ihr nicht in der Beschreibung. Richtig. Aber auf Anfrage kriegt ihr unsere IBAN. Genau. Mit dem Spenden ab 1000 Euro, den wir hätten. Nicht, nein, wir wollen nichts haben. Nee, Gottes Willen, ey, hört ja auf. Behaltet eure Kohle für euch. Na, ist lieb gemeint. Also eigentlich, ich hab's den Rob auch schon ein paar Mal gesagt, ich will keine Kohle verdienen. Ich habe meinen Job, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit und ich brauche auch die Auslastung. Sonst, ich bin ja so schon manchmal unausstehlich, aber ohne Arbeit bin ich noch unerträglicher. Und ja, ich will halt nur, dass jemand meine Videos schaut und sagt, oh Alter, was hast du denn da wieder für eine Scheiße gemacht? Hm. Und der Rob will Anerkennung. Rob will Anerkennung. Ja. Der will, dass ihr sagt, oh Rob, du bist der Tollste. Wann droppst du die nächste Folge? Ja, genau das ist... Wann robbst du die nächste Folge? Ja, deswegen mache ich YouTube. Ja, ich sag's mal so. Man kann ja nicht sagen, dass man nichts damit verdienen will. Aber ich leg's halt nicht drauf an. Weißt du? Das andere ist ja, wenn du was dafür kriegst, es muss keiner was spenden, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, von der Plattform an sich selber was kriegst, dann ja, dann ist das halt. Und ist das so, dafür, dass auf deinem Video Werbung läuft, ne? Das ist so, wie nennt man das so? Es relativiert sich. So ein netter Beistellherr. Genau. So. Also ich hätte ja gern, ich würde mir wünschen, ne? Der Rob will großer YouTuber werden, ja. Nee, aber auf keinen Fall. Ich würde mir aber wünschen, dass ich mit also den Videos, also jetzt ist nur ein Traum, ne? Es ist nicht so, es wäre halt ein Wunsch von mir, dass ich... Da unten läuft jemand an der Base rum. Dass ich so viel Geld mit YouTube verdienen würde, wie ich für Spiele ausgebe. Dass sich das relativiert, weißt du? Das wäre so mein Wunsch. Wollen wir mal hingehen? Können wir machen. Ich hab dir jetzt nicht zugehört, sorry. Okay. Also ihr habt es ja gehört, ne? Das wäre halt so mein Wunsch. Wenn sich das irgendwann mal erfüllt, wäre ich happy. Wäre ich der Happy Rob. Happy Hippo Rob. The Happy... Oh, Angst, Angst. Happy Rob. The Happy, Happy, Happy Rob. Yeah. So los, Rob, du bist der von uns, der am meisten und am liebsten redet. Du gehst jetzt hin und quatschst den voll. Hm? Und ich komm nach und tu so, als hätte ich kein Mikro, okay? Warum eigentlich? Willst du in Englisch voll quatschen? Ja, mach das mal in Englisch. Okay. Und dann auf Schwedisch, okay? Hello. Hello, guy. Hello. Das ist am Auto. Someone here? Oh, a car. Hello. Das ist ein Police Car. Hi.
Hi? Hello? Hi! Hi, are you friendly? PvE? It's PvE! Oh, super, thank you. Thank you. Oh, you're a girl? You're a woman? Yo. Nice, nice. Nice to meet you. This is my friend. It's Quick Bantam. He had no mic. He can't talk. Frag mal, ob Deutsch kann. Ne? Oh, cool. But he can speak German. So wie ich. Yo. Ich kann auch Deutsch. Aber verrat's ja, keinem. Schön. Verrat das keinem. Dann unterhalten wir uns mal auf Deutsch, weil ja, ich kann kein Englisch. Ja, das ist gut, das ist schön. Der kann eigentlich auch reden da drüben. Nee, das ist Hello. Schön. Wie heißt du denn? Leute, ich bin Lachi. Lachi, damit, ja, willkommen Lachi, willkommen im Video. Dürfen wir das zeigen im Video, ja, ne? Oh Gott. Na klar. Rob macht klar. Warte, geil. Grüß mal. Jawohl, Grüße gehen raus an die Lachi, ne? Nee, schön, was baust du hier, Lachi? Du hast eine richtig schöne Base gebaut. Das ist der Second Loot Shop. Okay. Da bekommt ihr alles, was für Base-Bau ist, um die Hälfte günstiger wie vom Trader. Ah, okay. Da gibt es auch schon einen Marker dazu, weil der war ja vor dem Vibe schon da, wird aber jetzt neu aufgebaut. Okay, also du bist schon länger auf dem Server hier, ne? Jetzt gehe ich mal davon aus. Ja, klar. Ja, klar. Fast 4 Monate jetzt schon. Und mit Polizeiauto unterwegs. Habe ich gesehen. Ja, ich mache auch RP-Polizei mit meinem Freund. Ach, Roleplay macht ihr auch hier? Ja, aber halt das lustige Roleplay, ne? Also. Also wie wir ja, hier. Ja, wir auch. Wir auch. Das ist der super. Ich bin der Chance und das. Nee, musst du. Also, das gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Das war abgrundtief scheiße, war das. Alles gut. Nee, schön, Lachi. Freuen wir uns. Und da ist noch jemand. Ist das der Freund von der Lachi? Genau, das ist der Daywalker. Hallo, Daywalker. Hast aber einen schönen Finger. Ich habe 10 davon. Ha, 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 ha. Das war ein bisschen frech. Nö, ach, alles gut. Passt doch. Das ist normal. Die Cops grüßen immer so. Richtig. Kriegst einen Gummiknüppel ins Genick. Na? Alter, wir sehen nie aus Robin Hood oder was? Ja. Für Arme. Robin Hood für Arme. Oh, da kommt noch ein Hubschrauber. Für Arme, genau. Ah, guckt mal, der Walter White. Da fliegt er. Landet der jetzt? Ja. Okay. Das ist mein Taxi. Der Rob, der hört ja auf zu reden. Oh mein Gott. Oh, jetzt wird's aber windig hier. Oh, kann der das? Ja, wie ein anmutiger Schmetterling. Ja, ne? Definitiv. Dir ist gerade was aus der Hose gefallen, Daywalker. Ja, ist für euch. Ist für uns? Oh, super, danke. Big, willst du? Ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Ha. Och, 2, warte mal. Für den habe ich Platz, so. Ah, den hier kannst du mitnehmen. Yeah, super, danke dir, Daywalker. Netten danke, Kürbis, Sven. Ey, geil. Endlich ein Kürbis. Ja, das waren die Verschimmelten, die geilen habe ich einstecken noch. Ach so, die 2 geilen hast du, das ist ja cool. Ja, Schimmel ist gut, das räumt aus. Das räumt wo kommt ihr eigentlich her? Ja. Aus der Hütte. Ich war fleißig gewesen. Dresden und Leipzig. Oh, echt? Nice. Zusammen. Also ich komme aus dem schönen Vogtland und mein Kollege kommt auch aus Sachsen. Ich habe die 7 Millionen zusammen. Ach, die Scheiße, okay. Das ist ja, ja cool, ey. Super, die Welt ist ein Dorf. Vor allem beim Gaming. Sachsen ist ein Dorf, richtig. Ne? Was macht denn die Lachi da? Mit wem redet denn da die Lachi? Ja, das ist ja kein Ding. Ah, okay. Mit dem anmutigen Schmetterling. Den Supporter kannst du jetzt gerade nie machen, wa? Der Hubschrauber ist cool. Rob, wo siehst denn du die Namen? Ich sehe da keine Namen. Nee, das sind auch keine Namen. Die Lachi hat mir ihren Namen verraten, Big. Erstmal. Ja, alles und das klar. Ist der Daywalker, hier ist der Freund von der Lachi. Dann würde ich jetzt da steht mal die Polizei. Er ist Polizei. Dann würde ich danach mal ein Ticket aufmachen. Und dann ist das jetzt hier, Daywalker, ist das jetzt ein Admin hier drüben? Ja, alles klar. Passt, ja. Gut.
Weil das so aussieht wie ein Admin. Moin. Da hat er auch ein Hallo. Dann quatsch mal gleich nochmal, wa? Dann geh ich erstmal über. Ja, aber nicht für das Geld, also. Hä, bist du bescheuert? 10k kostet es. Das ist Hura. Ja, 10k. Zu mir hieß es 50. Das war doch nicht von mir, hast du gelitten? Ich bin der Taximann. Das ist Hura. Das ist das. Warte mal, ich gebe. Warte nur mal eben kurz. Wartet mal. Ich mach mal was. Warte. Das eskaliert gleich hier. Oh ja, Aussies. Oh, wo kommen sie denn her? So. Du Latschi. So, guck mal hier, ich hab mal für einen Daywalker, ich spendiere einen Daywalker. Ich hab hier mal 50 Rubel. Den kriegt er jetzt, oder? Ja. Okay, dann kann ich einmal meinen bei dir einpacken, weil er kann nicht fliegen. Das ist für den Kürbis. Da kannst du dir den Flug leisten. Mir sagst du, wir haben ja nichts. Oh Gott. Du bist ein Vogtländer, kein Sachse. So. Okay, also wir gehen jetzt weiter. Also nochmal Grüße hier an Daywalker. Dankeschön an Lachi. Da muss ich natürlich gerne, alle wenn der Shop steht, kommt da einfach mal vorbei. Mach mal. Und dann an euch beide. Wer seid ihr? Walter White. Walter White. Das ist Lord Lanze. Und Lord Lancelot. Ja. Der Lord Lancelot. Die längste Esse in dir, Eil. Lachi, hol den Bums-Heli raus. Wenn du da mit sniperst, dann bist du doch eigentlich schon am Ziel dran, oder? Ja. Alligator. Auch ein Verkleinerungsscope, kein Vergrößerungsscope. Ja, ne? Aufgesetzter Schuss. Das ist ja, ein aufgesetzter Schuss, richtig. Bitte einsteigen. So, dann guten Flug. Gehabt euch so, wohl. Ich hab einen Pilotenschein dabei. Oh mein Gott, ich geh weg. Wiedersehen. Oh, ist das laut. Lass mich jetzt sehen, wie der abhebt hier. Ey, Richtantenne, du musst über einsteigen. Richtantenne! Richtantenne! Ja, Richtantenne! Ich hab vergessen. Das will ich sehen jetzt. Das Rohr hängt im Propeller fest. Wie ein anmutiger Schmetterling. Also es ist hey, Lars, wie kostet der Backpack 5k? Hallo, richtig gut. Wenn ich meinen Shop auf habe, vielleicht habt ihr ja bis dahin schon einen MK1-Rucksack, weil normalerweise kriegen Neulinge bei mir einen MK1-Rucksack geschenkt. Aber leider, da jetzt der Weib war, sind die natürlich alle weg. Ach, das ist nicht so schlimm. Wir haben unsere MK0. Wir sind es gewohnt, nichts zu haben. Ja, wir sind's gewohnt, nichts zu haben. Wir sahen schon schlimmer aus. Ich hab jetzt mal einen verschenkt und der kommt aber nicht mal wieder. Schade eigentlich, weil dann hätte ich den nämlich aufgehoben. Ja, ach, passiert. Wir haben einen Kumpel, der spielt aber heute nicht mit. Der joint erst im Server, wenn der Admin ihn komplett ausgestattet hat. Aha, okay. Kann auch lange warten. Ja. Aber manchmal klappt es, wenn er bettelt. Also hier gibt es das nicht. Also, sag mal, das ist ja ein Survival-Game und Survival-Game heißt ja, du sollst selbst dir dein Zeug finden. Richtig. Ja, man sollte survivaln. Genau, dafür ist es ja. Na? Gut, Lachi, ja, dankeschön für die nette Unterhaltung und dass wir das auch mal gesehen haben hier mit dem Hubschrauber und so. Na? Und können wir allen jetzt nochmal sagen, die jetzt zuschauen, HKD Loot Island Deer Isle. Könnt ihr gerne mal reinschauen auf den Server. Du musst das Mal extra totschlagen beim Rob. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung für mein. Ah, wir haben ja Mal. Zwei Server. Wir haben ja Loot House, das ist noch Chernarus. Mhm. Und das ist jetzt Loot Island, die Isle. Mhm. Da müssen wir als Chernarus vielleicht auch mal reinschauen. No, sehr gut. Habt auch eine schöne Spielerpopulation, das haben wir uns gefreut. Jetzt haben wir auch endlich mal Spieler getroffen, nachdem wir die ganze Zeit rumgelaufen sind. Ja, es ist halt jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil alle jetzt am Basebau sind. Ja, die sind alle überall verstreut hier auf der ganzen Map. Ist das ein Niger Server? Habt ihr vor, eine Base zu bauen? Nee, noch nicht. Wir wollten uns erstmal halt nur so ein bisschen umschauen, bisschen looten, bisschen survivalen. Weil ich keinen Rucksack habe, schenke ich euch das. Oh, eine Bienenflagge. Ich bin eine Biene. Die nehme ich mit. So, super, dankeschön. Du hättest mal irgendwo hissen. Sehr gerne. Ne? Gut, super, danke, Lachi. Gut, wir machen weiter, ne?
Jo, mach das. Komm gut heim, schöne Pfingsten. No? Viel Glück. No, bye. Das Video seht ihr dann in 3 Wochen auf dem YouTube-Kanal von Big Quantum. Ne? Also so wie er da heißt. Oh also Big Quantum mit Q. Oh, no? Oh Gott. Rat. Kannst du mir gerne einen Link schicken? Im Discord, ne? Über Discord, aber dann über Kantenlatscher 34. Mach ich. Ne? Oder guckst bei Absturz Zockt Let's Play. Super. Ne? Mach ich. Ne? Gut. Alles klar, bye. Tschüssi, Lati. Das ist eine nette. Oh, Rob, du weißt genau, dass ich das nicht mag, wenn man so... Genau darum sage ich es doch. So eine aufdringliche Werbung. Darum sage ich es doch. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, aber es ist halt so. Die wollen ja das Video dann auch sehen, ne? Oder auch nicht, je nachdem. Ne? Das ist mir, Leute, also mir ist es nicht peinlich, aber ich mag es einfach nicht. Für mich ist das übel aufdringlich. Aber ich würde jetzt gerne mal fragen, ob den Leuten, die jetzt das Video überhaupt noch schauen, ob denen das gefällt, wenn wir uns auch mal so mit Spielern unterhalten. So. Ja klar, ein bisschen Interaktion. Ne? Interaction? DC ist ja am Ende des Tages ein Interaktions-Survival-Game. Ja. Richtig. Ne? Wo deine Entscheidungen das komplette Spiel beeinflussen. Aber man, ihr habt es gesehen, Leute, man kommt nicht zu Wort, wenn der Rob am Quasseln ist. In der Schule nannten sie ihn früher die Quasselbande, die Ein-Mann-Quasselbande. Echt? Ja. Ich gar nicht mitgekriegt, weil ich so viel gequasselt habe. Nee, weil du alle tot quatscht. Der schafft's, der hat sogar, wir haben mal DC gespielt, ganz am Anfang war das vor einigen Jahrzehnten. Da hat er auch einen Zombie tot gequatscht, ja? Ja. Headshot. Headshot voll ins Knie. Verbaler Headshot. War das jetzt hier Sir Lancelot mit dem 300 Meter Ziel? Richtantenne. Richtantenne haben sie ihn genannt dann, also so geil. Ich meine, man kann es ja auch übertreiben mit dem Scharfschützengewehr. Ne? War schon ein bisschen. Und Rob, du darfst dich, wenn du Vogtländer bist, nie als Sachse outen. Sachse ist doch auch ein Vogtländer. Mögen so die Leute aus der Dresdner Gegend gar nicht. Okay. Also ich nie. Ja, du nicht. Die anderen schon, aber du nicht. Aber ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass du mich allgemein nicht magst. Nee, so ist es ja nicht. Das ist eine Zündkerze. Guck mal, wir kamen wunderbar die letzte Woche klar, weil wir nicht kommuniziert haben. Richtig. Die letzten Wochen nicht miteinander gespielt, war einwandfrei. Kein TS, nix, ne? Wir waren die besten Freunde. Ja, auf TikTok, werden mir mal deine Videos vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wie oft ich dort immer noch D-Abo drückst? Anklicken muss, dass mich das nicht interessiert. Du hast aber bei deinen auch kein Interesse. Genau. Ein Freund von dir, Big Quantum, hat ein Video veröffentlicht. Da frage ich immer, TikTok weiß ich immer, wie zum Freund von mir ist. Ja. Wer hat euch denn das erzählt? Müssen wir was trinken, liebe Leute? Schaut mal schnell weg. Der Knalli ist bestimmt auch bei TikTok. Der macht das, der unterstützt das. Der hat TikTok verraten und hat gesagt, ja, die sind Freunde. Nee, der hat das gestern erst mitgekriegt, dass ich bei TikTok bin. Oh, dann hat er geschimpft? Ja, nee, da folgt mir jetzt. Was? Knallfall ja, folgt dir? Ich habe einen Knalli als Fan, ja. Das ist cool. Ah. Oh, der hat dich böse geschlagen. Ja, der hat mich hat's aus den Stiefel geknallt. Ja. Aber wie lange geht denn die Folge jetzt schon? Na, ein paar Minuten haben wir noch. Okay. Ich komm rein, mein Fanboy hier. Oh je. Yeah. Das ist Knalli, Leute. Ein bisschen aufdringlich. Was gibt's denn noch zu sagen? Der Rob hat jetzt hier richtig den ekelhaften Werbebutton rausgekloppt hier. Mhm. Lachi, komm. Schau dir diese geile Folge bei Big Quantum. Das merkt sich doch kein Schwein. Nee, muss ja auf den Discord gehen bei den. Mach ich. Aber Discord habe ich ganz ehrlich gesagt schon wieder aufgegeben. Dana ist ja auch schon wieder tot. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Also. Ja, weil. Du macht jeder seins halt, ne? Gibst den falschen Menschen, den richtigen Menschen, also die Leute, die sich für richtig halten, gibst du halt keine Plattform. Ja. Und das ist dein Fehler. Ja, aber kann sich doch nicht jeder für wichtig halten. Ich meine, die
Einzige, die noch schreibt, ist die Alexa, oder? Ja, und ab und zu die Flammi. Die Flammi noch, ich noch. Liebe Grüße an der Stelle an Alexa und Flammi. Noch, manchmal noch die Juhu. Aber die Laura zum Beispiel gar nicht mehr, ne? Laura, die scheut uns, oder so. Hm. Oder wie man das ausspricht in Deutschland. Scheuklappen? Die meidet uns wie der Feuer des Teufels war. Oh, jetzt habe ich fast die Flagge von der Lodge. Oh, jetzt hätte ich beinahe die Ich bin eine Biene-Flagge von der Lodge weggeschmissen. Die meidet uns wie der Teufel das Weihwasser. So wollte ich das sagen. So und so klingt's auch wirklich nach einer geilen Metapher. Ja, ne? Ja. Ja, ne? No, no, no. Und sonst? Und alles sonst, gut? Hier ist ein Ritterhelm. Magst du den tragen? Nein. Kann ich wieder nichts essen. Kannst du auch so nicht mit dem Gesicht. Doch, manchmal geht's. Ich habe Cannabis gefunden. Geil, ich habe auch noch welches einstecken. Nomad. Wolltest du nicht ein Beet machen? Aber ich habe vorhin die Papers weggeschmissen. Ich glaube, der Lachi ist gerade vorbeigefahren mit dem anderen. Robson, Papers. Was? Warte mal. Papers weggeschmissen. Ich rufe mal hinterher. Ey, hast du Papers? Hey, wie sagen die das hier so in der Kifferszene? Wie nennen die das? Was die OCBs? OCBs? Ja, OCBs. Die OSB. Ich kenne halt nur, ey, hast du eine Vape? Oder dann gibt's, wer stellt noch Papers her? Giese oder wie die heißt? Alter, ein Verkehr hier, ein Heli da oben. Ist das der von Daywalker? Keine Ahnung. Komm, Rob. Ich hopp. Oh, und am Folgenanfang habe ich es noch gesagt, wenn wir jetzt hier keine Spieler treffen oder so. Hm. Was haben wir gemacht? Spieler getroffen, Hitler. Mhm. Das haben wir extra gemacht. Alles geskriptet hier. Rob hat das geskriptet. Ja, genau. Ich hatte das alles geskriptet. Ich wusste wie immer von nichts. No. Hättest du nicht gesagt, guck mal, da unten läuft ein Spieler an der Base, geh mal hin. Das ist auch so dein Ding, ne? Guck mal, da unten ist ein Spieler, Rob, geh mal hin. Aber. Stopp, jetzt rede ich. Drachenlord. Nee, pass auf. Es ist ja, weil du so hingehen, so offen, PvE und so, alles gut und schön, aber es gab schon PvEs, einfach, da sind wir einfach weggemacht worden. Ja, richtig. Also PvE ist kein Indiz dafür, dass ihr nicht beschossen werdet. Also es besteht immer das Risiko, gerade weil hier auf dem Server eben kaum ein Admin online ist, ne? Besteht eben dann doch immer das Risiko, dass du halt doch erschossen wirst, weil... Und fürs Video gehen wir diese Risiken halt ein. Was denn für ein Risiko? Du verlierst ja nichts. Wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts. Wir sind nichts und wir haben nichts. Genau. Ich hab eine Ich bin eine Biene-Flagge. Ja. Und der Lachi. Du kriegst diesen Scheiß geschenkt, Alter. Ja, hat sich echt voll gelohnt. Naja, ich bin die Flagge. Ich meine, sie hat es versucht. Na, eigentlich wollte sie uns einen Rucksack schenken. Ja, sie wollte ihr ein tolles Geschenk machen. Sie hat sich Mühe gegeben. Genau. Ziel verfehlt, aber der Wille zählt. Genau. Würde ich sagen. Und da es eine Frau war, lassen wir sie durchgehen. Lassen wir es ihr durchgehen. So sagt man das richtig, ja. Nee, ich guck da nicht hin. Okay. Bastard. Hab nichts gesagt. Aber der Knalli hat jetzt hart gebettelt, Alter. Boah, Gewitter, Alter. Ein Gewitter. Oh, heute haben wir wieder Wetter. Wetter. Und jetzt zum Sport. Mit CHT, ne? War das doch. Ja. Neues vom Sport. Olli Dittrich, Alter. Okay. Virus Venom. Oh. Keine Apple, keine Birnen. Ne, doch, eine Birne haben wir. Birne mit Ö? Die trägst du auf deinen Schultern. Ein Scope. Trag eine Last. Ein Snafu-Scope. Okay. Eine Sig Sauer, Alter. Und ein Visier. Hoppala. Was ist denn das hier? Eine PPSH. Hoppala. Aber ich habe kein Mac für die Scheiße. Bisselong mit der PPS3, Submachine. 762x25.
9x19. Nee, hab ich keine Muni dafür. Ich, die Sig Sauer, die ist nicht schlecht, aber kein Mag dafür. Ich hab es, haben wir noch mal eine Snarfu gefunden, die, ne? Ne, bisher nicht. War ja klar. Lass mal weitergehen noch ein Stück, 2 Minuten. Also ich habe jetzt einen Scope und einen Mag für eine Snarfu. Du jetzt bist krank. Finden wir keine mehr. Du bist ein krankes Schwein. Ich bin ein Bastard, ja. Ein, ja. Ja. Habe ich dir die Worte aus dem Mund genommen? Alter, da zeigt er auf der Minimap, oben rechts an der Minimap, zeigt er an, wie schnell du läufst. Oh, hier war ein Zombie. Bist du ich bin gerade im wahrsten Sinne des Wortes am Zombie vorbeigerannt. Okay. Ich habe auf den Tacho geschaut, das hab ich nie gesehen. Ja. Du hast geguckt, ob du deinen eigenen Rekord brichst? Ja, ich bin, und dann bin ich am Zombie vorbeigerannt. Ich laufe 24,75. Naja, das ist nicht stabil. Ich habe Booster. Also ein Energy Drink habe ich gefoundet. Oh, ein Boomstar oder was? Parkour Running, was machst du hier? Running. Ich lauf. 24,2 km habe ich drauf. 24,3. Bergab wird es da schneller? Nee, nicht wirklich. Nee. Die Motorbremse haut voll rein. Ja. Also am vierten Gang macht er zu. Oh, warte mal, ich stecke mal das Messer ein. Vielleicht geht dann was. Nee, bringt doch eigentlich auch nichts. Nee, überhaupt nichts. Das ist mal sehr interessant zu reden. Oh, Auto? Oh. Oh. Oh, fuck. Falscher Knopf. Hätte er dich fast überfahren? Nee, der ist langsam gefahren, aber... Ich gucke mal auf den Tacho, ich sehe nichts. Ich laufe einfach. Ich hätte jetzt gelacht, ich hätte jetzt echt gelacht, wenn ich jetzt so voll weggenatzt hätte mit dem Auto und dann noch Ärger kriegt, weil es PvE ist. Ja, nee, ist ja ein Unfall. Oh. Ja gut, das stimmt, Verkehrsunfall. Können passieren, Verkehrsunfälle? Es gibt jährlich etliche hundert oder tausende Tote in Deutschland durch Verkehrsunfälle. Richtig. Also das ist gar nicht mal so abwegig. Und jetzt wäre gerade beinahe einer dazugekommen. Und weltweit, liebe Leute, sterben mehr Menschen an Verkehrsunfällen als an einem natürlichen Tod. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das mal einfach aufgestellt jetzt. Aber ich kenn auch einen Kumpel von mir, der ist auch so ein richtiger Verkehrsunfall. Ja, kenne ich einige. Gibt das so einen mit dem Spiel? Ich immer irgendwas. Ah, es war klar, dass sowas kommt jetzt. Hier ist ein Brunnen. Ich ignoriere das weg. Aber das war ja ein anderer Verkehr damals noch. Was? Verkehrte aber Welt. Ist halt auch ein Unfall, egal aus welchem Verkehr er stammt. Es war halt verkehrt. Nein, Rob, das ist nicht witzig. Wenn du es noch 5-mal bringst, es wird nicht besser. Nee. Warum bist denn du schon wieder so? Ich wollte letztes Mal meine Bude sauber machen, da habe ich mich auch verkehrt. Verstehst du? Ja, wer das lustig fand, schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Alter. Oh. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Wir sind hier bei 184 Minuten. Hallo! Oh. Moin moin! Hier ist aber ein Verkehr wie auf der A7. Ja, das sag ich dir. Alter Schwede. Wir können nochmal schauen, ja. Krass. Ich mag das Wetter. Na? Na dann, gute Weiterfahrt. Viel Spaß. Hallo. Hallo, danke. Ich bin auf der A7. Ich kann helfen. Geh das immer los. Ich kann helfen. Guckt euch mal das Stacy Eden, also Eden Let's Play an. Mit ich kann helfen. Quantum. Er kommt, den Typen, das war ein Running Gag schon. Das war so geil. Ich kann helfen. Ja, es war schön. Schön. So. Haben wir die Verkehrsteilnehmer abgeschüttelt? Ja. Wir müssen jetzt, die Folge heute wird ein bisschen kürzer, Leute. Wir müssen leider aufhören. Der Rob jammert schon wieder, weil er morgen wieder arbeiten muss. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir heute nie so lang die Folge.
Ja, 3 Folgen haben wir jetzt am Stück hintereinander weggebuttert. Ja, und die letzte ist halt nicht ganz. Hier ist eine Wasserflasche, Herr Quantum. Ich hab eine. Ich hab noch eine Melonen Wasser. Okay. Aber die hier ist eine Kantine, die ist wieder auffüllbar. Ich brauche keine milden Gaben. Ich finde mein Glück. Okay. Ich saß ja nur. Ja? Und wenn ich sie aus deinen toten, kalten Händen entreißen muss, eine Mosin? Dann, oh geil, und dann sagst du, hast sie gefunden. Ich mag Lager Mosin. Lagerfeuer Dreibein. Also, weißt schon. Du willst schon hier ein Stativ für den Kochtopf. Stativ für den Kochtopf, was? Naja, so ein Dreibein, so ein Triceratops. Ich weiß, was du meinst, ein Triceratops, sowas. Genau. Ja, oh nee, alles voller Zombies. Oh Gott, nee. Lass mal ins Haus, dort locken wir uns aus. Komm. Alles klar, Klaus. Aber in welches, ist die Frage. Ein schönes, großes, oder? Ja, das rote, guck mal, das rote. Ja, okay, komm mit, hier kriegt jeder sein eigenes Zimmer. Okay. Aber vorher machen wir den Muppets weg, ja? Den Kill nehme ich noch mit. Batz, 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 batz. Hast du eine Axt? Ich hab ne, ja. Hat er gefunden vorhin. Hat er es gerade gefunden. So, du gehst jetzt hoch auf dein Zimmer. Ja, tschüss. Und bis morgen brauchst du gar nicht wieder runterkommen. Alles klar, mein Zimmer jetzt hat wenigstens Balkon. Jetzt hab ich die Schnauze voll hier mit der großen Fresse. Okay. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen und... Ja. Bei der nächsten Folge köpfen wir den Kürbis. Also... Und bei der nächsten Folge spielen wir was anderes. Nee, auch Daisy. Das wird wohl ewig noch so weiter. Das wird ewig noch so weiter, weil es einfach Spaß macht. Ich hatte mal gemeint, so, wir machen 100 Folgen jetzt noch da. Immer eigentlich drüber, ne? Weiß ich nicht. Machen wir fertig und dann schauen wir mal, machen wir was anderes. Also. Aber das ist auch dann im Sand verlaufen. Naja, wenn's endet, endet's. Und wenn nicht, machen wir ewig so weiter. Das machen wir dann, wenn wir überhaupt keinen Bock mehr da drauf haben. Genau, und dann spielen wir Rast. Ja, warum nicht? Ne? Gut, Freunde, ciao, macht's gut. Tschüssikowski.